So, da geht's weiter. Was sind das denn? Sieht lustig aus. Ich will nur wissen, was die so machen. Genau das sollten wir auch nicht tun. Weil ihr seht schon, es bringt überhaupt nichts. Sie haben kein Alpha. Das ist schwach. Sollten aber ein Alpha haben. Das ist richtig schwach. Besonders weil ich den Schurken da habe. Ich kann mich ja sehr schnell mit diesen anfreunden und ich habe mich mit so einem Schurken angefreundet. Und den dann nochmal angesprochen und mitgenommen. Ich weiß, was Türkis macht. Ja, das Ding hat halt ehemals 200 Leben gehabt. Und 200 Leben ist hier schon eine ziemliche Ansage. Also der hat locker doppelt so viel AP wie ich. Oh. Jetzt, ich müsste eigentlich schon lange alle haben. Ah, es wird inzwischen anders. Also ich finde Sachen und kriege andere Sachen, als angezeigt wird. Trotzdem hätte ich gerne noch einen Schmetterburger. Ich darf sie ja nicht essen. Denk daran, du bist kein Fleischfresser. Ja, schon. Irgendwie fehlt ein Schmetterer. Egal. Die 70 DNA, darauf kommt es auch nicht mehr an. Können wir noch irgendwas mit dem Nest machen, jetzt wo es verlassen ist? Nein. Können die nur alle essen. Gut, gehen wir zu unserem Nest. Wir haben was vor. Oh, da liegt noch DNA. Die müssen wir uns erstmal holen. Voll das riesige Vieh. Ja. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Kurzum, respawn hier. Greifer und Augen. Oh, die sehen lustig aus. Aber ich sollte meinen Rudel erstmal füllen. Ich brauche noch einen von euch. Ja, super. Wie kann ich nochmal meinen... mein DNA ändern? Pause. Steropädie. Eine Sammlung. Ja, okay. Münder. Da fehlen noch ein paar. Füße fehlen auch noch ein paar.
Aber ich habe im Prinzip alles neu. Ich würde das gerne mal testen. Ja. Muss mich scheinbar nur eine Zeit lang in der Nähe des Nestes aufhalten. Ja. Ja, doch. Es war sehr beeindruckend. Schleichen sprinten. Auf jeden Fall. Damit könnten wir unser Bezaubern verbessern. Damit auch. Damit nicht. Sprint, Sprint. Bezaubern 3. Bezaubern 5. Ja, aber wir sind ja jetzt... Ach nee, Quatsch, wir sind ja das letzte Mal im Modus, damit ich danach noch weiter jagen kann. Also Geschwindigkeit ist auf Max. Posieren. Sieht überhaupt nicht albern aus. So. Die dürfen ruhig ein bisschen kleiner sein. Genau, jetzt haben wir bezaubern. Dann haben wir noch posieren müsste Hände sein. Posieren 2, posieren 3. Angreifen. Ja, das können wir ja mal vergessen hier. Die geben alle nichts. Knochen. Und dann gibt es noch Exoskelette. Nee, das ist die zweite Seite. Okay. Ja. Waffen-Upgrades können wir uns auch keine mehr holen. Spucken 4, wir haben Spucken 5. Können wir auch nicht erhöhen. Gut, dann wäre es das soweit. Können natürlich noch Gleiten nehmen. Und Schleichen. Schleichen. Sprinten. Springen, gleiten. So. Fertig. Wir sind immer noch ein Pflanzenfresser, weil wir unter unseren Mündern nur Pflanzenfresser haben. Das hier wäre alles Fresser und das wäre Fleisch. Immer noch. Ja, dann würde ich sagen, trotzdem fertig so. Und ich renne noch ein bisschen durch die Gegend, versuche meine Sammlung zu komplettieren. Ja, der Schurk ist auch neu geboren, genau. Gleiten Leertaste, Springen Leertaste, verbindet Move ist back. Schleichen Z und Shift springen, sprinten. Mit euch bin ich. Danke. Ja gut, das bringt mir nichts. Das bringt mir noch was.
versaut, machen wir das so. Ja, die zaubern 5 hat sich gelohnt. Ja, ich sammle wie gesagt noch weiter DNA und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, schätze ich mal. Außer der Part ist bereits voll. Dann ist es im Nachhinein noch kleine Verschwörung. Dann, ja, sehen wir uns zur Stammesentwicklung. Bis dann! Wir machen nochmal eine kurze Verwandlung. Nehmen uns Flügel und Finnen wieder weg, weil, ja, die gehören ja nicht zum endgültigen Aussehen meiner kleinen Storywesen. Ich habe leider keinen Giganten mehr gefunden, den ich hätte machen können. Aber, ich habe schon entschieden, ich werde das auf jeden Fall noch zweimal spielen. Einmal als Allesfresser und als letztes als Fleischfresser. Und ja, dann aber auf normal, weil, ne? Wir haben ein paar Teile gefunden. Das Auge ist auch da, sehr gut. Wir haben alle Augen. Wir haben alle Pflanzenfressermünder. Alle Beine. Fast alle Hände. 3 fehlen. Ah, das ist natürlich ideal. Schwimmflossen sind sowieso viel besser. Weil wenn wir jetzt auch mal ums Aussehen gehen. 4 Finger. Egal. Vielleicht sind die Werte ja doch noch wichtig. Saugopod. Tanzen 2. Was soll das sein? Tanzen 5, Geschwindigkeit 4. Wir haben Sprinten 4. Schickplatsch. Galopper. Also es fehlen sogar noch 2 Füße. 2 Waffen. Und hier ein bisschen Deko. Ja. Aber das brauchen wir jetzt alles erstmal nicht, wurde mir gesagt. Also von dem Intro-Text. Komm. Die beiden brauchst du auch nicht. Wenn wir jetzt zum Werkzeug tendieren, dann reicht das ja wirklich so. Ich würde die Wirbelsäule gerne noch ein bisschen länger machen. Hals. Sieht interessant aus. Oberkörper. Taille. Unterkörper. So. Dann können wir die Beine ein Stück weiter hinten ansetzen. Arme auf jeden Fall auch ein Stück weiter hinten ansetzen. Und so ziehen. Ja, mit dem Schnabel wirkt das natürlich ein bisschen seltsam.
Da können wir aber was gegen machen. Singen 5. Singen 5. Singen 5. Ach, wisst ihr was? Das lassen wir so. Fertig. Ja. Schon ärgerlich, dass wir das Gigantomonster nicht mehr wiederfinden konnten. Deine Aktionen als Kreatur haben deine Spezies neue Fähigkeiten beschert. In Stammesphase erwarten dich einzigartige Fähigkeiten. Wir haben eine einzige Rasse ausgerottet. Hat einen Doe eliminiert. Hat 11 Kreaturen eliminiert. Und hat Rudelmitglieder verloren. Da. Was sind das? Okay. Ja. Pflanzenfresser und sozial. Mal sehen, was jetzt weiterkommt. Das hatten wir eben schon gemacht. Wir sind fertig. Das ist aus irgendeinem Film geklaut. Nebenbei, du hattest auch schon Steine in der Hand. Inklusive der Musik. Ja. So ähnlich. Ah, jetzt ein Stab. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Animationen werden poliert. Ich finde diese... Man merkt, dass es was mit den Sims zu tun hat. Ethnografische Probeentnahmen. Filtert soziale Beschränkungen. Strukturiert Sprachsysteme. Also man merkt hier, dass das irgendwie schon noch mit Sims verwandt ist. Oder zumindest vom Macher der Sims mitentwickelt wurde. Mit einem Dach über dem Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen. Sei vorsichtig. Du befehligst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelnen Mitgliedern oder eine Gruppe als einzelne Mitglieder auswählen und deine Anweisungen ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Deine Fortschrittsanzeige, ehemals DNA-Anzeige. Gehe Bündnis mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Diese Ziele helfen dir, die Stammesphase zu überstehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm in ein neues... im neuen Stammesausstatter auszurüsten. Klicke auf deine Hütte. Besuche den Stammesplaner.
Dogani Sozidorf. Klicke auf das Hutsymbol, ich hätte ja gesagt, das ist ein Helm. Um das Stammesmitgliedermenü einzublenden. Wähle Stammesmitglied aus und klicke auf den Outfit bearbeiten Button. Okay. Dockarbeiter. Kopfwock. Bäckersmütze. Ultrafetz. Und Floronett. Ja, ich würde sagen, dann machen wir erstmal so ein Mischding. Maske, Kampf und Sozial. Andere Maske, Kampf. Dritte Maske, Sozial. Stack das. Wir brauchen nur eine Maske, wir haben nur ein Gesicht. Sammeln, Sozial 2. Nein, das stackt nicht. Sammeln 3. Schickpack. Ja, damit brauchen wir die Mütze mit Sammeln 2 nicht mehr und können sofort die Sozialmütze draufsetzen. Aber schon auf den Kopf. Und kleiner. Nein, zu klein. Ich sammle immer gerne. Schulterkrone, Sozialgesundheit, Kampfgesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Muschelpuschel. Schulteregis. Ich nehme den Muschelpuschel. Just for the name. Gesundheit, ja, zwei Gesundheit. Sammeln. Hä? Der macht doch Sammeln, der Rucksack. Das Schickpack. Ja. Mach mal den Hut. Okay, Sammeln zählt er bei mir gerade nicht. Machen wir lieber Gesundheit. Ihr seid zum Pulle. Sonnenaufgang. Eklipse. Bohrmühle. Brauchen wir nicht. Spießer, Schnurrbart. Glück, Schmuck, Mut, Feder, Ring. Ich glaube, das kann so bleiben. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammesmitglieder oder Gruppen, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuerung an.
Mit diesen Befehlen kannst du zoomen und die Kamera drehen, ja. Hatten wir schon. Klicke wieder auf die Übersichtskarte, auf der Übersichtskarte auf das Hüttensymbol, um ein Individuum auszuwählen. Klicke auf das Porträt, Stammesliste, um ein Individuum auszuwählen. Klicke und ziehe ein Auswahlrechteck. Suchen wir uns was zu essen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt schon den Part ziemlich überzogen habe. Ja, deswegen mache ich ganz kurz. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!